Über 55.000 Straftaten wurden im vergangenen Jahr in Duisburg begangen. Bei jeder 30. Tat handelt es sich um Gewaltkriminalität. Damit bekommen es jetzt auch Hauptkommissar Paul Schwarz und Kommissar Michael Smolik zu tun. Egon, 1330 von Egon. 1330 hört. Fahrt zum Mülheimer Wald, Anfahrt über Stockweg, Mann bis zum Kopf eingegraben. Melderin ist Frau Heumann. RCB rollt, Sonderrechte frei. Okay. Ja, verstanden, 1330 auf dem Weg. Mann im Wald vergraben. Das hat man auch nicht alle Zeit. Wie die Beamten vor Ort erfahren, ist die Melderin die Cousine des Opfers. Ihr Vetter wurde von Unbekannten im Wald vergraben. Nur sein Kopf ragt noch aus dem Boden. Was sehen Sie denn aus? Mein Cousin. Ihr Cousin? Ja. Also, okay. Wo sollen wir den denn suchen? Wissen Sie, können Sie uns grobe Richtung geben dafür? Ich bin so durcheinander. Ja, ja, wir merken es. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Sie schwangen auch die ganze Zeit hinher. Bleiben Sie mal bitte stehen. Alles gut. Machen Sie mal. Rettungswagen ist auch unterwegs. Was ist denn passiert, Junge? Mein Cousin. Im Vorfeld hat sich noch nicht klären lassen, warum die Frau jetzt genau verletzt war. Wichtig war jetzt erstmal die hilflose Person zu finden. Von wo sind Sie denn hergekommen? Ich bin so durcheinander. Ich verstehe das. Ich weiß nicht gerade, was passiert ist. Den Weg entlang oder sind Sie irgendwo da? In die Richtung sein. Bitte helfen. Okay, ja, ja. Kommen Sie mal mit. Oh. Ganz ruhig. Ich bin da, ganz ruhig. So, ich weiß, ich stehe hier. Wenn irgendwas ist, bitte Krankenwagen rufen. Der Krankenwagen ist unterwegs. Die Melderin kann sich nicht mehr an den Weg zum Opfer erinnern. Daher sehen sich die Kommissare nach Spuren und Fußabdrücken um, die die Frau hinterlassen hat, und folgen ihnen zum Tatort. Okay. Schau mal. Da. Da liegt jemand. Ach, okay. Scheiße, nee. Ja. Hallo? 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 Vorsicht, hier ist alles weg. Hallo? Hallo? Puls geht noch? Okay. Wie kommt der hier rein? Ich geh mal kurz zum Magen, ich hol mal kurz Spahn vom Haus. Ja, okay. Ja, ja, alles klar. Der Mann war kaum ansprechbar, er war auch orientierungslos, er wollte nicht wirklich ausgegraben werden und war auch verletzt. Luca, sag doch mal irgendwas. Kollege, hol die Spaten, wir holen gleich raus. Ich hab die schon die ganze Zeit gesucht, ich war bei dir in der Wohnung. Und dann hatte ich diesen Zettel gefunden, wissen Sie? Wie kommen Sie denn hier rein? Schlechte. Ist doch egal. Warte, nee, ist nicht egal. War nur eine Mutprobe. Gehen Sie wieder. Nee, wir gehen jetzt nicht. Doch. Ohne Sie gehen wir nicht weg. Der junge Mann wurde von seiner Cousine nur deshalb hier aufgefunden, weil sie in seiner Wohngemeinschaft einen Zettel entdeckt hatte. Darauf stand, dass das Opfer sich im Wald aufhalte. Anhand der Schrift hat die Frau jedoch gleich erkannt, dass die Notiz nicht von ihrem Cousin stammt. Hallo. Nee, kümmern Sie sich mal bitte um die Frau, die hat einen Platz für mich. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, ich bin Krankenschwester. Ja. Aber ich habe irgendwie was drüber bekommen. Ja. Und raus. Haben Sie den Kopf? Handvoll. Was ist denn hier? Und hab. Geht doch. Schuhe. Deine Schuhe. Schuhe. Erstmal schlägt er weg und hinsetzen. Erstmal hinsetzen. Hinsetzen. Okay, können Sie mich hören? Ja. Guck mal nach. Guck mal nach. Hallo. Können Sie mich hören? Ja. Wissen Sie, wer Sie sind? Wo Sie geboren sind? Ja. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Luca. Okay. Wie ist denn das passiert? Wer war das? Ja, wer hat Sie hier reingebracht? Eine Mutprobe. Kümmern Sie sich doch um eine Mutprobe. Ich habe zwei Männer im Wald gesehen. Ja, und du gehst nach Hause, Mensch. Können Sie die beschreiben? Nein, kennen Sie die? Mal irgendwie gesehen? Nicht, aber die waren ziemlich gefährlich, sahen die auch. Also, ja. Die waren richtig muskulös. Ja, augenscheinlich ist sie hier verletzt gewesen am Schädel durch einen Schlag, den sie bekommen hat von zwei Personen. Eine Person hätte blaue Augen und der andere wäre ein südländischer Typ gewesen, beide männlich. Mehr konnte sie in dem Moment nicht sagen. Ich habe hier ein Handy gefunden. Ist das Ihr Handy? Nein, ich habe ihn versucht, die ganze Zeit zu erreichen. Luca, ja, die waren auf stutz dich jetzt mal, okay? Ist das dein Handy? Es lag hier. Gehört es dir? Also es liegt ja auch einfach nicht so hier ein Handy rum, oder? Ich weiß nicht. Nee. Hat vielleicht einer das verloren? Das müssen die zwei Männer gewesen sein. Ja. Ich habe dann im Wald dieses Handy gefunden. Es hat sich nicht feststellen lassen, wem das Handy eben gehört. Aber das kann zur Aufklärung des Falls dienen. Ist okay? Luca, verstehst du, wir sind hier, um zu helfen. Wir wollen dir nichts Böses. Bleiben Sie mal hier. Hey, ganz ruhig. Bleib hier. Ganz ruhig. Nicht weglaufen, junger Mann. Nicht weglaufen. Das ist nicht gut für Sie.
Was ist denn los mit ihm? Jetzt gehen Sie mal mit den netten Herren mit, diesen hier, um zu helfen. Ja? Steh auf! Nee, Sie bleiben nicht hier, Sie gehen mit. Einmal hoch. Komm. Komm mit. Und hopp. Okay. Kümmert sich einer um den Hund? Das ist von der Dame. Hier ist meine Handtasche. Einmal mit. Kommen Sie einmal mit. Okay. Alles gut. Das Auffinden der Person im Wald, in diesem Loch, sah unserem Ermessens nach schon wie eine Straftat aus. Welche Straftatbestände da jetzt im Endeffekt alle davon betroffen sind, muss man hinterher dann erst dann eruieren. Das lässt sich jetzt so ad hoc nicht sagen. Von Körperverletzung angefangen, über gegebenenfalls eine Freiheitsberaubung etc. pp. Vielleicht auch versuchter Mord. Das lässt sich alles jetzt im Moment nicht so schnell an Ort und Stelle erklären. Das war nur eine Mutprobe, Mensch. Ja. Wenn Sie sagen, es war eine Mutprobe. Ja. Wo kommen denn Ihre Wunden dann doch her? Welche Kumpels waren das? Können Sie mir Namen nennen? Zum Laufen bin, kann ich auch nichts tun. Ja, das ist aber nicht vom Laufen. Klar, wenn ich auf die Schnauze fliege, bin hier vorne über die Wurzel geflogen. Können Sie mir Namen nennen von Ihren Kumpels? Das ist doch uninteressant. Die Polizisten glauben den Ausflüchten des jungen Mannes nicht. Doch bevor sie ihn vernehmen können, müssen seine Verletzungen im Krankenhaus versorgt werden. Junge Frau, Sie müssen dann auf jeden Fall auch noch zum Revier kommen. Das ist ganz wichtig. Ja? Sie müssen Ihre Aussagen. Ihre Aussage aufnehmen. Und wenn es Ihnen dann soweit besser geht, von ihm auf jeden Fall auch. Aber von Ihnen ist erstmal als Zeugin ganz, ganz wichtig. Okay, jetzt erstmal ist es wichtig, dass es dem jungen Herrn wieder besser geht. Der wird erst versorgt im Krankenhaus. Die junge Dame geht erstmal mit und dann müssen wir natürlich ermitteln. Wir haben das Handy gefunden, das ist erstmal ein guter Anhaltspunkt. Und wer war das? Was ist passiert? Das ist jetzt der nächste Schritt. Die Beamten nehmen die Cousine gleich mit zur Befragung auf die Hauptwache Nord. Wenig später können die Polizisten den jungen Mann aufs Revier bringen. Sie müssen ihm Handfesseln anlegen, denn er droht zu fliehen. Da die Verfolgung einer Straftat Aufgabe der Kriminalpolizei ist, führen die Kripo-Kommissare Norbert Meinert und Boris Peters eine Vernehmung mit dem Geschädigten durch. So, wie sieht's denn aus? Wie soll's aussehen? Ja, was war denn los? Wieso sind Sie? Ja, wir haben noch nichts gehört. Wir wollen es jetzt mal von Ihnen hören. Direkt. Das war eine Mutprobe und mehr nicht. Eine Mutprobe, die Sie mit wem abgeschlossen haben? Das ist auch interessant. Die Befragung des Herrn Ostos war nicht wirklich ergiebig. Er hat die ganze Zeit im Grunde gemauert und hat gesagt, dass es eine Mutprobe gewesen sei. Also er kam in keinster Weise irgendwie mit der Wahrheit raus. Wo kommen die Verletzungen her, die Sie da in der Wange haben? Hallo? Also ich muss auch was wissen. Tut mir leid, dass ich jetzt hier reinplatze. Also ich habe ihn im Wald gefunden. Ich bin die Cousine. Sie sind Cousine und Ihr Name ist? Dana Heumann. Dana Heumann. Wie gesagt, wir waren eigentlich verabredet. Misch dich doch nicht ein. Die Cousine berichtet den Beamten von der rätselhaften Notiz in der WG des jungen Mannes mit dem Hinweis, dass er sich im Wald befinde. Und sie erinnert sich an die beiden dubiosen Männer, auf die sie in der Nähe des Tatorts getroffen ist und die ihr die Platzwunde zugefügt haben. Die Männer? Ja. Ja, wie sahen die denn aus? Ich glaube, die waren das auch mit irgendwas. Die haben mir zugeschlagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so durcheinander gewesen und dann bin ich ja Richtung Straße. Ja. Und dann kam kurz schon die Polizei. Guten Tag, Kollege. Oh, hallo. Nochmal, Kollege. Die Sachen habe ich gerade aus der KTU abgeholt. Mhm. Die haben wir in der Jacke gefunden. In der Jacke des Herrn Osthus ist ein Handy gefunden worden und auch ein Beutelchen mit Drogen von mehreren Gramm. Und das war für uns natürlich sehr interessant. Ist das ihrs? Ja. Andy ist nicht ihrs? Die zwei Männer hast du gekannt? Das hat euch noch nicht verdammt. Können Sie die beiden Männer beschreiben? Ja, die sahen sehr böse aus, ganz groß, breit. Haben Sie schon vorher mal gesehen? Nee. Ja, nee, ich habe die nicht vorgesehen. Ich kann mich erinnern, da war so ein Wagen, so ein Pickup oder sowas im Wald. Ja. War schon eigentlich ganz komisch, weil da war so ein Schiffsmotor drauf oder sowas, ne? Die Cousine konnte uns eine Täterbeschreibung abgeben von zwei Männern. Sie hat gesagt, dass sie auch von denen geschlagen worden ist, dass sie einen Pickup-Wagen gesehen hat mit einem Außenbordmotor, der hinten drauf gelegen hat. Und das war natürlich eine interessante Information.
Ich habe mich gefragt, was macht das eigentlich hier im Wald? Schiffsmotor, ja, Pickup diesen, mit Schiffsmotor. Ja, das war auch alles. Und dann die zwei Männer noch dazu. Die gehörten dazu? Ich weiß es nicht. Aber Sie vermuten, dass die dazu gehören? Ich vermute das. Ja. Bei den gefundenen Drogen handelt es sich um Heroin. Auch damit will der junge Mann nichts zu tun haben. Die Kommissare finden jedoch schnell heraus, dass er wegen Drogenbesitzes bereits polizeibekannt ist. 13.12.2015 Duisburg, Strafanzeige wegen Verstoß BTM. Nee. 27.03.2016, ist noch nicht ganz so lange her, wieder unerlaubter Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln. Da läuft ein weiteres Strafverfahren gegen Sie. Jetzt erzählen Sie mir nicht, dass Sie mit dem Heroin... Das ist genauso ein Quatsch wie jetzt. Das habe ich nie besessen, genauso wie damals nicht. Und dann ist er dann zufällig in Ihre Jacke gekommen. So. Das ist doch nicht. Ich habe es niemals gesehen in meinem Leben. Das haben Sie noch nicht gesehen. Es ist irgendwie, ich weiß ja nicht, wovor Sie Angst haben, aber offensichtlich haben Sie vor irgendwas Angst, dass Sie hier so mauern. Erstens werden Sie im Wald gefunden, völlig eingebuddelt, werden verletzt. Es gibt Heroin in Ihrem Ding. Hier finde ich jetzt auch noch eine Nachricht, nehme ich mal stark an, die jetzt auch noch ins Spiel kommt. Oder irgendwas, ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Geh rein. Treffen auf der Strolch um 12 Uhr. Treffen auf der Strolch um 12 Uhr. Was soll das sein auf der Strolch? Ich kenne das Handy auch nicht. Das Handy kennen Sie nicht? Nee. Das ist ja interessant. Da gucke ich doch mal, was wir noch für Bilderchen finden. Ich rufe mal Dings in der Hafenmasserei an. Ja, komischerweise ist ja Ihre Cousine hier so ein Bilder zu sehen. Ist jetzt. Mann, Sie haben sind hier Pause und sagen Ihre Cousine Handy, nicht, was Sicherheit ist. Naja, das werden wir da jetzt noch näher untersuchen. Lass mich mal gerade, ich rufe mal gerade die Hafenmasse rein. Mein Kollege Meinert hat ja dann in das Handy reingeschaut. Da war dann das Treffen auf der Strolch. Wie gesagt, wir befinden uns in Duisburg, in dem größten Binnenhafen, den es so in Europa gibt. Da sind Schiffe typisch und unser Verdacht war dann sofort auf der Strolch ein Schiff, Bootsmotor, das passt alles zusammen. Abfrage bei der Hafenmasserei fertig. Die Kripo-Beamten haben eine heiße Spur entdeckt. Denn tatsächlich liegt in einem der Duisburger Häfen ein Schiff namens Strolch vor Anker. Haben wir einen Eigner für die Strolch? Carlo mit C, Frenzen mit TZ. Ich habe dann bei der Hafenmasserei angefragt, ob ein Schiff mit dem Namen Strolch irgendwo im Duisburger Hafen liegt. Hafenmasserei konnte mir das bestätigen. Sie bleiben jetzt erstmal einen Augenblick bei uns. Ja, Sie tun mir einen Gefallen, gehen runter auf die Wache, erstatten Strafanzeige wegen Körperverletzung. Ja. Wegen Kollegen werden das aufnehmen, weil das, wenn Sie da mit dem Spaten eingekriegt haben, das ist ja nicht lustig. Sicherstellen, Handy sicherstellen. Das ist auch unter Umständen eine nicht geringe Menge. Ich muss mal gucken, ob was durchliegen. So wie es aussieht. So, Pi mal Daumen. Ja, klar. 5 Gramm, 8 Gramm. Herr Osthus erwartet jetzt, nachdem wiederum Betäubungsmittel bei ihm gefunden wurden, definitiv ein weiteres Strafverfahren. Wahrscheinlich sogar die Inhaftierung, weil es das dritte ist und weil auch Fluchtgefahr besteht. Ich denke mir, der junge Mann wird jetzt erstmal in Gewahrsam genommen werden. Sie bleiben erstmal hier. Ja, finde ich nicht. Doch, wir bleiben erstmal hier. Wir gucken uns das Schiffchen an und schauen mal, was da los ist. Ne? Oder? Wir nehmen Sie jetzt mal mit runter auf die Wache, übergeben Sie den Kollegen. Genau. Wir schauen uns den Rest an. Das ist jetzt kein Kindergartengeburtstag hier. Geh weg jetzt. Die Cousine versichert den Kommissaren, alles ihr Mögliche zu tun, um bei der Aufklärung des Falls behilflich zu sein. Doch bei ihrer Ankunft am Hafen-Ruhrort erleben die Beamten eine unerfreuliche Überraschung. Hier vorne ist er. Ja, das sieht so aus. Ich bin mal gespannt. Ruhrorter Yachtclub, da wollen wir noch mal schauen, was wir hier machen. Ja. Was steht da? Als wir am Yachthafen ankamen, überraschte uns Frau Heumann mit ihrer Gegenwart. Sie hatte leider mitbekommen, dass das Boot Strolch im Yachthafen Ruhrort liegt. Frau Heumann. Das ist der Wagen. Da sind Sie sicher? Ja, tun Sie bitte was denn. Bleiben Sie mal bitte hier gerade. Das ist definitiv der Wagen. Guck mal, das Rote. Ja, ja, da ja, war noch Blue. Was drauf. Ja, warte, ich geh mal. Müssen wir die KTU nachher noch mal holen? Egon für 3212. Über die Leitstelle lässt Boris Peters eine Halteabfrage für den Lieferwagen durchführen. Norbert Meinert macht der Cousine unmissverständlich klar, dass sie mit ihren Nachforschungen die polizeiliche Ermittlungsarbeit behindert. Da unten am Wasser haben Sie nichts zu suchen, wenn wir da rein gehen. Verstanden? 3212 hört. Natürlich, Sie müssen doch hier.
Treffer im KVA-Wagen ist zugelassen auf Carlo Frenzen, geboren am 28.14.1967, mononegativ. 32.12 verstanden. Norbert, komm mal. Komm mal. Ich hole Unterstützung und KTO. Genau. Genau. Du kümmerst dich darum, dass Frau Heumann ein bisschen beiseite tritt. Genau. Wir haben eine Halteabfrage gemacht über unsere Leitstelle. Die Halteabfrage hat ergeben, dass das Fahrzeug auf Herrn Carlo Frenzen zugelassen ist. Genau die gleiche Person ist der Eigner der Yacht Strolch. Verstanden. Verstärkung rollt. Verstärkung rollt. Gut. Wenn das Auto hier ist, können wir davon ausgehen, dass der auch hier ist. Der Name Frenzen. Ich weiß es noch nicht. Kommt dir bekannt vor? Das war mal vor ein paar Jahren, hatten wir doch schon mal jemand. Ja, aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Lass uns schauen. Die Ermittler entdecken schnell das gesuchte Boot. Darauf scheint gerade eine kleine Feier stattzufinden, unter der Aufsicht eines Bodyguards. Schönen guten Tag. Hallo. Mit wem haben wir die Freude? Wen wollt ihr denn? Was? Wen wollt ihr denn? Wir wollen mal gucken, was hier los ist. Nee. Wir interessieren uns für den Liegeplatz da vorne. Wir sind von der Kriminalpolizei. Duisburg. Hey! Oh, hey! Vorsicht! Hey, hey, hey! Vorsicht. Eine Acht! So! Vorsichtig! Oh, bitte, Dankeschön! Hey, stehen bleiben! Schieß uns kaputt, ihr Scheiß! Die Waffe abwerfen! Kommen Sie raus aus dem Boot! Vom Boot runter! Hände hinter Kopf! Haltet die Klappe! Hände ans Geländer! Ja, halt! Hände ans Geländer! Mach sie ab dran! Sicher ab! In dem Moment, wo eine Waffe oder eine Schusswaffe im Spiel ist und wir damit direkt oder indirekt bedroht werden, steigt natürlich das Adrenalin auf Anschlag sozusagen. Und wir müssen selber zusehen, dass wir unsere Waffe ziehen und uns auch in Sicherheit bringen, im gewissen Sinne. Oh, die Kollegen haben sie schon. Wir sind von der Kriminalpolizei. Okay. Beine auseinander. Ruhe und Beine auseinander. Und einen Schritt zurück. Die Damen. Was ist denn Sinti? Frau Heumann! Wir haben doch hier nichts zu suchen, Mann! Und noch ein Kandidat hier. Alles klar. Der Yachtbesitzer entpuppt sich als vorbestrafter Drogenboss. Polizeihauptkommissar Schwarz konnte beobachten, dass der Kriminelle einen verdächtigen Gegenstand beseitigen wollte. Was ist da drin? Was ist da drin? Mach mal auf. Oder Zeug ist nicht von uns. Das ist Ruhe! Aha, das hat er doch weggeschmissen. Das haben wir doch alle gesehen. Aha. Schau mal an. Ist das Schnee? Knebel ist das keine. Wir haben dann in dem Sack Rauschgift gefunden. Eine weiße Substanz, Kokain oder sonst irgendwelche Sachen, weiß ich im Moment nicht, muss getestet werden. Und? Das Schnee von gestern. Ja. Schnee. Was haben wir da? Das war's oder ist noch mehr drin? Da ist noch einiges drin, das sind Kilos. Oh, okay. Das sind ein paar Kilos, das reicht alle für ein paar Jäste festgenommen. Egon hört. Wir bräuchten einen Transport von drei festgenommenen Herren und einen Transport für zwei Damen. Der Luca Osthus ist natürlich auch ein Beschuldigter, ein Täter, hat mit Drogen gedealt, haben ja auch Heroin in seiner Kleidung gefunden. Aber er kann uns natürlich auch wichtige Hinweise geben auf seine Hintermänner, die ihn praktisch mit dem Stoff versorgt haben. Wir führen ihn über die Treppe hinterher. Ist okay. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Der andere Kollege, bitte zu ihm. Mit seiner Yacht schmuggelte der Drogenboss große Mengen Heroin von Holland in den Ruhrpott. Einer seiner Dealer war der Cousin. Als er aussteigen wollte, drohte ihm der Boss und ließ ihn zur Einschüchterung im Wald eingraben. Die Drogenbande erwarten harte Freiheitsstrafen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bedrohung und Körperverletzung. Der Cousin muss ebenfalls mit einer Freiheitsstrafe rechnen, schafft aber mit Hilfe seiner Cousine den Ausstieg aus dem Drogenmilieu.